Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr auch bei Teil 2 wieder mit dabei seid. Ich baue für euch das 86er Supercar von Kader zu Ende, werde im Anschluss noch das Powerpack einpacken, damit das Ganze auch fahren kann. Das wird natürlich auch getestet, ganz klar. Und am Schluss gibt es noch ein Fazit. Viel Spaß! Im Bauabschnitt C geht es dann erstmal weiter mit den beiden Sitzen. Außerdem wird die Frontscheibe und das Dach drauf gebaut, wie man unschwer erkennen kann. Auch die Motorhaube, ich habe sie hier jetzt mal aufgestellt. Das Ganze kann man natürlich auch komplett zuklappen. Die werden alle gebaut, außerdem auch auf beiden Seiten hier die Rückseite und eben dann hier die B-Säule und die Verkleidung hier hinten, die Karosserie. Das Ganze bis hierhin wirklich sehr schön. Was ich sagen muss, man sieht es hier jetzt auch an einer Stelle, auf den weißen Teilen sind gelegentlich kleine schwarze Krümel drauf. Die allermeisten lassen sich wegwischen oder eben dann zumindest, wenn man ein bisschen mit dem Fingernagel drüber kratzt, geht nahezu alles weg. Das hier ist jetzt tatsächlich mal einer, den habe ich nicht wegbekommen. Auch hier hinten ist ein klitzekleiner schwarzer Punkt. Aber an den allermeisten Stellen ist alles, was irgendwie dann auch auf den ersten Blick nicht weggeht, tatsächlich dann doch, wenn man ein bisschen besser drüber rubbelt, wegzubekommen. Also ich weiß nicht genau, was es ist, aber es sind irgendwelche kleinen Farbpigmente, die tatsächlich dann in den allermeisten Fällen weggehen. Also hier werde ich nachher auch mal noch mal ein bisschen drüber rubbeln. Vielleicht geht der auch noch weg. Das ist tatsächlich wohl ein Krümel, der irgendwo mit eingegossen wurde. Der wird wohl nicht weggehen. Aber ansonsten eben überall eigentlich schönes Weiß. Ich muss tatsächlich auch nochmal mit richtigem Weiß vergleichen, beziehungsweise ich habe hier die Rückseite von einem Papier. Ja, also man sieht es, es ist auch so ein bisschen gelbstichiges Weiß. Ich habe es schon vermutet. Aber ja, im Kontrast mit dem Schwarz, muss ich jetzt sagen, finde ich das eigentlich soweit in Ordnung. Bei den schwarzen Steinen habe ich es jetzt, muss ich gerade schauen, hier vorne, genau da ist auch nochmal einer dabei. Ich glaube, man sieht es wahrscheinlich nicht, man sieht es sowieso nahezu gar nicht. Aber es gab tatsächlich jetzt insgesamt, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, es waren 3 Steine, die so ganz leichte Schlieren irgendwie oben drauf hatten. Also man sieht es wirklich kaum, echt nur, wenn man ganz genau hinschaut. Und es waren jetzt auch nur ganz wenige Steine, von daher, ja, stört mich persönlich das jetzt auch nicht weiter. Und dann würde ich mal sagen, geht es weiter. Bauabschnitt C ist fertig. Das Auto an sich ist soweit auch erstmal fertig. Ihr seht, es haben sich hier noch die A-Säulen mit dazu gemogelt. Das waren Aufkleber, die hatte ich zuerst übersehen. Sie sind ja aufgrund der Länge und dadurch, dass man einfach auch darauf achten muss, dass dieser schwarze Streifen hier dann auch eben diese Gummidichtung dann an der richtigen Stelle sitzt. Es ist, naja, sagen wir mal so, es braucht etwas Konzentration, um das Ganze fertigzustellen. Auch die Heckscheibe und der Kofferraumdeckel sind fertiggestellt. Hier ist auch noch ein klein bisschen Ladung drin. Die muss dann nachher weichen für den Motor. Ihr seht, ich habe auch die Aufkleber aufgebracht. Ja, so ein bisschen bereue ich es. Zum einen, die Aufkleber sind tatsächlich ein bisschen helleres Weiß als einfach dann die Steine. Ich habe es euch ja vorhin gezeigt, es ist so leicht gelblich. Auch hier hinten, da hatte ich jetzt tatsächlich das Problem, hier habe ich ein paar kleine schwarze Fusseln drunter. Ja, also am besten Aufkleber, wie man es auch bei der Handyfolie macht, nach dem Duschen im Bad aufkleben, damit halt tatsächlich dann keine Fusseln drunter sind. Insbesondere dadurch, dass hier ja das Trägerpapier, wie ich es euch vorhin gezeigt hatte, eben so ein bisschen gerollt war und dadurch einfach am Rand möglicherweise dann einfach auch schon die eine oder andere Stelle ist, die einfach ja ein bisschen anfällig dafür ist, dass da schon mal ein Fussel drunter kleben bleibt. Aber insgesamt muss ich sagen, finde ich sehr schön. Räder, genau, sind natürlich auch mit dazugekommen. Das habt ihr wahrscheinlich alle gesehen. Was dann im Anschluss noch kommt, ist eine... Genau, ihr seht es auch, es sind noch ziemlich viele Teile übrig. Es gibt auf jeden Fall noch diverse Umbaumaßnahmen. Die werden dann hier im Bauabschnitt D dann entsprechend verbraten. Zum einen kann man das große Nummernschild gegen ein kleines Nummernschild mit hier nochmal... Das wisst ihr besser als ich, wie es tatsächlich heißt. Ich weiß, das gibt es eben an Sportautos, aber im Grunde genommen, es ist ja keine Stoßstange, sondern wie auch immer, keine Ahnung, kennt ihr euch besser aus, aber man kann es umbauen.
Auch den Motor kann man umbauen. Auch hier nochmal die Leisten kann man umbauen, dass sie eben nicht nach, ja, von unten nach oben geneigt sind, sondern eben halt quasi nach unten gehen. Den Heckspoiler, ihr seht's, es gibt zwei Varianten. Ich habe mich jetzt für die etwas sportlichere Variante entschieden. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass die Fliesen obendrauf dunkelgrau sind. In Schwarz hätten sie mir jetzt, glaube ich, ein bisschen besser gefallen. Aber ja, 2x4 schwarze Platten, beziehungsweise nee, Fliesen. Ich sehe es jetzt gerade, es sind auch genug drin, weil wenn man diesen alternativen Spoiler, der hier jetzt mit angegeben ist oder angezeigt ist, wenn man nicht den baut, dann kann man sich auch die schwarzen Fliesen einfach da rausnehmen. Ich denke mal, das werde ich nachher wahrscheinlich noch machen. Und die Lampen, die Scheinwerfer, gibt es natürlich auch in zugeklapptem Zustand. Das ist dann eben alles jeweils in den Bauschritten 1 bis 2, 3 bis 4 etc. dann erklärt. Eben hier hinten ab D14 geht es dann eben mit den beiden Spoiler-Varianten los. Das Ganze ist dann auch tatsächlich immer gut gezeigt, also was man ausbauen muss, was man einbauen muss. Ich denke mal, das sollte eigentlich weiter nicht problematisch sein. Ich habe es jetzt, wie gesagt, eben nur für die Heckspoiler gemacht, aber an sich, ja, sehe ich da jetzt kein großes Problem, das Ganze dann auch umzubauen. Für mich viel interessanter, hier hinten in Bauabschnitt E geht es dann los mit der Motorisierung. Darum werde ich mich jetzt noch kümmern und im Anschluss gibt es natürlich eine Testfahrt. Der Motor bzw. die Motoren sind eingebaut. Zum einen hier hinten im Kofferraum wird die Ladung, die zuvor drin war, einfach rausgenommen und der Motor hier hinten eben auf die Technikpins dann draufgesteckt und das Ganze im Kofferraum versteckt. Ich hoffe, ja, es ist dann recht dunkel, wenn die Klappe zu ist, aber ich hoffe, man kann es sehen. Passt wirklich perfekt rein. Der zweite Motor wird hier vorne verbaut. Dafür muss die Mittelkonsole weichen, sprich Handbremse, Gangschaltung kommen weg. Das Ganze wird dann eben von unten eingesetzt, wird hier vorne angebracht, damit das Ganze dann auch lenkbar wird. Ups, jetzt geht mir der Seitenspiegel ab. Das war jetzt aber mein Problem. Der hält normalerweise eigentlich recht gut. Wobei es, ja, es gehört noch zu den weniger stabilen Teilen, aber wenn man jetzt nicht gerade blöd drankommt, hält er auch. Das Ganze, wie gesagt, hier in der Mittelkonsole quasi versteckt und der Akkublock, der wird hier hinten drauf gesetzt. Hier hätte ich jetzt tatsächlich eine von den 2x4 Fliesen in Schwarz unten drunter gebraucht, aber ich habe jetzt einfach eine dunkelgraue genommen. Ihr seht, ich habe den Heckspoiler mit den schwarzen Fliesen versehen. Gefällt mir persönlich jetzt deutlich besser als grau und hier unten drunter ist es ja vollkommen wurscht, was für eine Farbe da drunter steckt. Könnte man auch blau oder andere Farben nehmen. Das Ganze wird hier auch noch mal hinten ein bisschen befestigt. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Dann müssen hier, also es müssen ein paar Teile ausgebaut werden, eben hier die Rückenlehne vom Sitz, dass man hier entsprechend drankommt. Ihr seht es auch, das ist der Teil, der mir noch nicht ganz so gut gefällt. Na, ich hoffe, ihr seht es überhaupt, doch jetzt müsste man es ganz gut sehen können. Die Kabel sind, wenn man es dann hinterher verstauen soll, vergleichsweise lang. Das, ja, muss ich mal schauen, ob man es vielleicht noch ein bisschen schöner hinbekommt. Und genau für den Akkublock hier hinten musste diese Blende, ich weiß gar nicht mal so genau, was es eigentlich darstellen soll, die musste dafür weichen. Und das Ganze wird eben hier dann platzsparend eingebaut. Das Dach kommt wieder drauf. Mal gucken, ob ich es jetzt mit einer Hand drauf bekomme. Na, mit einer Hand wird es schwierig. Muss ich kurz abstellen. Und das Ganze. Jetzt hätte ich es natürlich noch anmachen können, bevor ich zumache. Aber es geht auch durch das Seitenfenster. Und ihr seht es, das gute Stück fährt, lenkt, wie es soll. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt noch mal auf dem Boden an, damit man es auch richtig sehen kann in voller Fahrt. Wohlverdient nach dem fleißigen Aufbau ist jetzt Daniela dabei und wird die Testfahrt durchführen. Genau, lenkt, wenn dann 100%. Ja.
Genau, gerade so. Nochmal die Kurve gekriegt. Bist du betrunken? Frau am Steuer. So, mal schauen, ob ich die Rampe nochmal treffe. So, dann müssen wir nochmal wenden. Und schafft das. Oh. Könnte reichen. Chaka! Na, vorne gibt es eine kleine Welle. Ja, schafft es. Ja, mit Schwung. Mal mit etwas Schwung. Genau. Schwung ist natürlich hier relativ. Wird immer schwieriger. Schwung holen wird da nicht viel. Die Jungs sind natürlich auch schon ein bisschen rumgefahren. Also der Akku ist nicht mehr ganz voll geladen. So, das nehmen wir nochmal. Aber wahrscheinlich ist der Akku einfach nur inzwischen auch schwach genug, dass er es nicht mehr schafft. Davon abgesehen ist der wahrscheinlich ziemlich schwer. Genau. Den müssen wir nochmal wiegen. Und ja, dazu sagen wir dann auch auf jeden Fall im Fazit nochmal was. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen kurzen Test der Geländegängigkeit. Genau, bevor ich den Akku hier komplett leer gemacht habe. Oh, und dann gibt es noch einen kleinen Mini-Crash-Test. So, unser Außengelände namens Sofa. Oh. Genau. Ist zwar nicht tiefer gelegt, aber. Ne, er schafft's nicht. Er kommt nicht wieder raus. Ja. Er hängt. Hilfe! Notfallrettung. Oh, das Nummernschild. Dann weiß wenigstens. Radar fallen. Dann weiß wenigstens keiner. Genau, wer der Raudi hier war. Genau. Genau, er ist, glaube ich, auch bald schon leer gefahren. Haben die Sicher. Ja. So, was wir jetzt noch machen, ist der Crashtest. Und dann ist hier Schluss. Und jetzt nicht die Rampe runter. Oh, ich mache ihn schon vorher kaputt. Genau, Sascha war es, wenn was abfällt. Genau. Bots. Ja. So, gucken wir uns mal das Ergebnis an, wie stabil da doch so alles hält oder nicht. Mal gucken. Sieht noch alles in Ordnung aus. Genau, Nummernschild wäre wahrscheinlich jetzt auch wieder abgefallen. Ja, das Dach löst sich ein bisschen. Hier seht ihr schon, fällt auseinander. Hier hinten der Batteriekasten hat sich logischerweise gelöst. Aber der Rest scheint zumindest bei solchen kleinen Stunts noch recht stabil zu sein. Der Rest passt. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen zum Fazit, Familienfazit, was auch immer. Nach dem kleinen Fahrtest sind wir auch schon wieder zurück am Tisch. Das Fazit steht an. Die Jungs sind auch begeistert damit gefahren, aber wollen gerade keine Daumen vergeben. Deswegen darf Sascha gleich loslegen. Ich muss doch noch meinen Text vorbereiten. Dann schnell. Optisch sieht er, wenn er fertig ist und aufgebaut ist, wirklich besser aus als auf dem Karton und auf den Bildern, muss ich sagen. Es ist zwar immer jetzt noch nicht so mein Favorit unter den Autos, wobei ich es eben mit Autos nicht so habe, aber er sieht trotzdem gut aus, muss ich sagen. Also das passt. Wie gesagt, definitiv besser, als ich das von den Bildern erwartet hatte. Es ist schön, dass es ein bisschen kleines Technikset ist. Wäre für mich wahrscheinlich optimal auch gewesen, für Daniela zum Einstieg. Der ein oder andere hat ja vielleicht auch den Livestream gesehen, wo sie den Dinosaurier aufgebaut hat. Das war dann schon mal eine Nummer härter. Oh ja. Ja, also auch ein gutes Set für Leute, die nicht so viel mit Technik am Hut haben, wie unser eins zum Beispiel. Dass es fahren kann, ferngesteuert ist, im Endeffekt ist ein nettes Gimmick. Ihr habt am Fahrtest gesehen und ich habe es auch da nochmal bestätigt bekommen, dass das eher so ein Nice-to-have ist, kein Must-have. Es ist eben, er ist auch nicht der schnellste. Man kann ein bisschen in der Gegend rumkurven. Das Gewicht, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ist ein gutes Kilo. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch für den Motor so in der Kombination ein bisschen viel. Da wäre es vielleicht, wahrscheinlich, wenn das Ganze jetzt nur aus Techniksteinen oder überwiegend aus Techniksteinen bestehen würde, wäre es alles ein bisschen leichter, aber dann bekommt man natürlich nicht die Originaltreue so gut hin. Ja, von daher würde ich mal sagen, ihr müsst das Power System Pack nicht zu diesem Modell dazu holen. Wenn ihr mit dem mal durch die Gegend fahren wollt und habt schon eins parat zu Hause, dann könnt ihr das zwischendurch mal einbauen und damit ein bisschen Spaß haben. Oder vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der das Ganze noch umbauen kann und dadurch
vielleicht noch einen zweiten Motor oder was auch immer einbauen kann und dann richtig ordentlich Power oder... Genau, oder der schafft es einfach ein bisschen leichter zu machen, damit es tatsächlich dann auch ein bisschen schneller fährt. So. Genau. Also, ja, ich habe damit ja nicht viel zu tun gehabt. Ich bin ein bisschen durch die Gegend gefahren, das macht schon Spaß, aber wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Für mich persönlich jetzt nicht so irgendwo zum Hinstellen, aber trotzdem nach wie vor ist es ein Set, was gut zu sein scheint. Auch der Crashtest, es ist ein bisschen was hier oben abgegangen. Der Rest war soweit in Ordnung. Also das heißt, die Qualität der Steine scheint soweit auch in Ordnung zu sein bezüglich der Klemmkraft. Weiß ich, das weiß jetzt, ja, ich glaube, hier müsste es aber auch nicht so strahlend weiß sein. Das kommt, glaube ich, ganz gut mit dem, ja, etwas... grauerem Weiß oder keine Elfenbein. Ahnung. Elfenbein. Wahrscheinlich dann. Ja, so in die Richtung mit dem Schwarz, das passt, glaube ich, ja dann doch ein bisschen besser. Von daher kann ich nur sagen, Daumen nach oben. Ja, vielen lieben Dank. Sascha hat schon ziemlich viel gesagt, eben vielleicht hier noch ergänzend dazu bei dem Weiß, eben ich hatte es ja auch schon gesagt, die Aufkleber sind einfach ein bisschen ein helleres Weiß, deswegen würde ich hier tatsächlich dann auch, ja, empfehlen, haltet die Aufkleber vorher dran, dass ihr euch dann tatsächlich auch entscheiden könnt, wollt ihr sie drauf machen oder lasst ihr es lieber ab. Ich muss sagen, mir hat es auch ohne die Aufkleber ziemlich gut gefallen. Ich finde es schön, dass man hier eben einfach nochmal so ein paar kleine Optionen hat, wo man dann auch selbst entscheiden kann, eben möchte ich die Scheinwerfer hochgeklappt, möchte ich sie runtergeklappt, wie genau soll mein Auto aussehen. An sich, eben, ich bin auch positiv überrascht, dass es mir doch so gut gefällt, hätte ich jetzt anhand von den Bildern auf dem Karton oder die man auch so sieht, nicht unbedingt erwartet, dass es mir so gut gefällt. Aber auf jeden Fall, ich finde es auch toll. Es ist, ja, von der Qualität her, es ist auf jeden Fall sehr gut. Klemmkraft, wie schon gesagt, ist auf jeden Fall sehr gut. Abgesehen eben von diesen 1x1-Platten, die nicht ganz so super halten, die aber absolut ausreichend sind für das Modell. Von daher insgesamt, es macht Spaß. Auch für mich ist es daher ein Daumen nach oben. Und ja, ich würde Sascha da recht geben, das Powerpack braucht es jetzt nicht unbedingt. Es ist halt, ja, es macht Spaß damit auch mal rumzufahren, aber man hat halt einfach nicht unbedingt die hohe Geschwindigkeit. Auch eben, es gibt ja nur an und aus beim Fahren oder beziehungsweise vorwärts und rückwärts, aber es hat volle Leistung. Es gibt da keine Kontrolle darüber, wie sehr man beschleunigt, wobei es hier jetzt auch beim Beschleunigen nicht notwendig ist. Beim Lenken, ihr habt es gesehen, die Rampe runter, das war ein bisschen schwierig, weil man hat auch hier entweder vollen Einschlag oder eben keinen Einschlag. Deswegen, ja, Powerset erachte ich jetzt auch nicht unbedingt als notwendig, aber es ist ein schönes Gimmick, das mal einzubauen und zu testen. Dann würde ich sagen, an der Stelle nochmal vielen lieben Dank euch allen fürs Zuschauen. Es hat Spaß gemacht. Das ist die Hauptsache. Wenn es so aussieht, mache ich auch gerne nochmal ein Technikset. Das war ja, genau, es war ja nicht ganz so techniklastig, aber das hat auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht, auch wenn man jetzt nicht so technikbegeistert ist. Das war eine perfekte Dosis für den Einsteiger. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, passt auf euch auf und macht's gut. Und vielen Dank nochmal an Carla. Genau, Dankeschön. Tschüss. Macht's gut, tschüss. Tschüss.